Hallo und herzlich willkommen zu WeTalk, dem Gespräch der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Mein Name ist Leonard Kaminski, ich bin der Sprecher der Werteinitiative und ich führe durch den heutigen Podcast. Das Thema heute ist Tag der Befreiung oder Tag des Sieges, jüdische Perspektiven auf den 8. Mai. Und wir kommen gleich dazu, dass es vielleicht auch Perspektiven auf den 9. Mai sein können. Und wir sind heute hier mit Dr. Dimitri Belkin, Historiker und Leiter der Denkfabrik Shalom Aleichem vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Dimitri, wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen bleiben wir auch beim Du. Ja. Und herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen Dank dafür, dass du da bist und herzlich willkommen. Danke, Leonard. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Hallo, Werteinitiative. Genau. Ich hatte ja gerade schon das Thema so ein bisschen kontrovers anmoderiert, dass es verschiedene Perspektiven geben könnte auf diesen Tag der Befreiung oder Tag des Sieges, also den 8. Mai und gegebenenfalls auch den 9. Mai. Für mich oder so in der so als deutscher Jude, als in Deutschland aufgewachsener und geborener Jude, ist das Gefühl für mich, dass man gerade aus der jüdischen Perspektive, die ich so für mich in Anspruch nehme, sagt, ja, es ist irgendwie ein Tag der Befreiung. Der 8. Mai, da wurde die Welt von Nazi-Deutschland befreit, auch wenn beispielsweise ein Teil meiner Großeltern selbst Befreier waren und andererseits auch wirklich befreit wurden zu einem anderen Datum. Aber der 8. Mai steht schon irgendwie dafür, da wurde Nazi-Deutschland besiegt und deswegen wurden wir Juden befreit. Jetzt meine Frage an dich. Ist das die vorherrschende Perspektive? Gibt es andere Perspektiven dazu, so in der jüdischen Welt in Deutschland? Was meinst du? Ich meine, es gibt unzählige Perspektiven auch auf diesen Tag. Gedenktage sind in Deutschland, wie wir wissen, auch politisch nicht unumstritten, sei es jetzt 8. 9. Mai oder diskutabel, sei es 9. November. Es sind wahnsinnig viele Diskussionen und da bilden wir wahrscheinlich hierzulande eine Ausnahme weltweit, wenn ich das so sagen darf, weil die Diskussion um Erinnerung spricht aber auch für diese Gesellschaft. Nun zurück zum 8. Mai, 9. Mai. Wo stehen wir sozusagen mit diesem Datum? Was ist das überhaupt für ein Datum? Denn ich vermute heute, wenn ich mir auch die Schulprogramme anschaue, in denen das komplett fällt nahezu, denke ich, ist es gut, das noch ein bisschen zu rekapitulieren und zu aktualisieren. Am 8. Mai, beziehungsweise das war die Nacht vom 8. auf den 9. Mai in Berlin-Karlshorst, in einem damals nicht alten und relativ repräsentativen Offizierscasino der Wehrmacht Pionierschule, denke ich, so hieß es richtig, wurde die bedingungslose Kapitulation von Nazi-Deutschland unterschrieben. Mhm. So. Da führte die Regie sozusagen gewissermaßen auch die sowjetische Seite und da war auch der zentrale Militärrepräsentant der Sowjetunion, Georgi Zhukov, dabei. Da waren auch andere sozusagen Repräsentanten, auch die Militärrepräsentanten von Nazi-Deutschland. Und das war diese Nacht, die gewissermaßen auch markiert hat, den Zeitunterschied von 8. auf 9. Und in Russland war schon der 9. Mai. Später sollte es eine große Rolle spielen und 9. Mai wurde zum Tag des Sieges erklärt. Hier ist es in der Sowjetunion. In der Sowjetunion. Mhm. So. Das ist bis heute ein Riesenpolitikum und das werden wir später besprechen. In Deutschland gab es ja, wie wir wissen, sozusagen zweimal Deutschland und in der DDR seit 1950 die ersten 17 bis 20 Jahre der DDR wurde der Tag kontinuierlich gefeiert als Tag der Befreiung vom Nazifaschismus. In der Bundesrepublik machte der Tag als Gedenktag keine große, in Anführungszeichen, Karriere. Weil, was feiern wir jetzt? Wo sind wir? Und Befreiung, war das eine Befreiung? War das eine Niederlage? Kann Niederlage eine Befreiung sein? Wir wissen natürlich, dass die Rede vom Bundespräsidenten Weizsäcker, 1985, eine große Rolle spielte. Er sagte, ja, Befreiung von uns allen, sozusagen, hat die Opfer auch angesprochen. Diese Rede blieb aber auch für seine Zeit, sozusagen, für die 80er Jahre sehr, sehr relevant. Wie das heute ist, ist auch eine ganz große und andere Frage. Denn in Berlin 2020, soweit ich weiß, wurde das zu einem Feiertag einmalig erklärt. Mhm. Befreiung, wir sind in Berlin und das wollen wir nicht feiern, wie du richtig sagst, sondern gedenken und denken. Aber die Bedeutung dieses Feiertages ist natürlich eine sehr ambivalente. Zurück zur jüdischen Perspektive, über die wir reden und nach der du gefragt hast. Die jüdische Perspektive besagt, in den Gemeinden, denke ich, vor der Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990 bis ca. 2005, vor allem von 220.000 Juden, Jüdinnen und ihren Familien, war das kein großes Thema.
Und dann plötzlich, siehe da, kommen diese Russen in Anführungszeichen. Das ist auch heute ein total umstrittener Begriff, weil, wie wir wissen, das waren Russen, Ukrainer, Weißrussen, Georgier und so weiter. Und die Eltern von ihnen, da passiert etwas Ungewöhnliches am 9. Mai. Plötzlich ziehen sie irgendwo ihre Jackets an und dann tragen sie die komischen Medaillen. Und die Medaillen haben ab und zu so ein Lenin-Bild und die haben ab und zu so einen roten Stern. Und was bedeutet das? Warum tragen sie? Warum sind sie so dekoriert sozusagen? Das wussten in den Gemeinden die wenigsten, wusste überhaupt keiner. Bis die Gemeinden, und das ist, muss man zugutehalten, auch den Gemeinden der 90er und früher Nullenjahren realisiert haben, sie feiern ihren Sieg. Das heißt, diese jüdischen Männer und Frauen, ganz wichtig, denn viele, viele Frauen haben gekämpft, feiern den Sieg über Nazi-Deutschland in Deutschland, in der neuen Bundesrepublik. Ein Riesenparadox. Und das war eine Situation, wo wir alle so dachten, wie schwierig, aber wie wunderbar. Denn diese Menschen sozusagen, sie denken, sie erinnern und sie zeigen ihre Präsenz, auch eine jüdische Präsenz auf diese Weise. Und dann 2017 hat Israel gesagt, ja, durch diese russischen, ukrainischen und so weiter Veteranen müssen wir diesen Tag auch irgendwie markieren. Und Knesset hat gesagt, das ist jetzt ab 2017 auch ein Feiertag in Israel. Also kein riesiger, hat natürlich auch keine riesengroße symbolische oder so Bedeutung, aber schon, es wird erinnert sozusagen. Nun dann am 24. Februar 2022 mit dem Beginn des Russlandkrieges gegen die Ukraine haben wir plötzlich eine ganz andere Situation, die auch Erinnerung angeht. Da würde ich gleich noch kurz zu kommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde nur kurz mir noch mit dir gemeinsam darüber Gedanken machen wollen, die Frage des, weil was ich versucht habe am Anfang so ein bisschen einzuführen ist, dass ja der Gedanke ist, Tag der Befreiung, ja, die Jüdinnen und Juden wurden befreit von Nazi-Deutschland, das ist ja eine Perspektive des, wir sind Opfer gewesen. Ja. Und jetzt hast du gerade berichtet, dass viele jüdische Soldatinnen und Soldaten, ist es richtig, wenn ich auch Soldatinnen sage? Ja? Also viele jüdische Soldatinnen und Soldaten in der Roten Armee gekämpft haben und selbst Befreier waren. Das heißt, ich weiß nicht, kannst du noch mal was dazu, vielleicht ist es damit auch schon gesagt, aber vielleicht hast du da noch mehr Informationen zu oder einfach eine bessere Einschätzung zu dieser Ambivalenz aus der jüdischen Perspektive. Einerseits ist man zwar, manche Jüdinnen und Juden oder viele waren Opfer und sehen es auch noch so, deswegen wurden sie befreit und andere Jüdinnen und Juden sehen sich selbst als die Befreier, sind die Sieger. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Debatte zu gibt, aber hast du dann eine Idee? Ich habe bestimmt eine Idee und ich kann dir auch berichten, wie wir das erlebt haben. 2010 in Frankfurt am Main im Jüdischen Museum durfte ich die Ausstellung ausgerechnet Deutschland, jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik kuratieren. Und da hatten wir eine Abteilung, eine Ecke sozusagen inszeniert und auch konstruiert, Sieger und Opfer. Und da haben wir uns genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. So, wir hatten eine Diskussion dazu, es kamen Veteranen, die vermute ich jetzt leider, wahrscheinlich auch die wenigsten von ihnen leben jetzt, weil die waren damals schon über 80, jetzt wären sie schon über 90 und das ist natürlich immer so eine Frage, wer lebt von diesen Leuten noch? Und das war die Frage, sind sie jetzt Sieger? Ja, eindeutig haben die Leute gesagt, wir sind Sieger im Zweiten Weltkrieg, wir haben den Faschismus besiegt, damit wir jetzt auch eine friedliche Existenz auch als Juden haben können, auch in Deutschland jetzt. Aber was ist mit ihren Familien? Und dann stellte sich heraus, dass die jeweiligen Personen, die zu uns gekommen sind, in Russland oder Ukraine vor allem und Weißrussland, 20, 30, 40 Familienmitglieder verloren haben im Holocaust. Denn wenn damals die jungen Männer sozusagen jetzt auch einberufen wurden und gekämpft haben, währenddessen wurden ihre Familien direkt von Nazis, die dann im Juni 22 Sowjetunion überfallen haben, als erstes vernichtet. Denn Nazis, wie wir wissen, das muss ich noch einmal als Erinnerung sagen, haben gekämpft gegen den sogenannten Judeo-Bolschewismus. Also sie dachten, die Bolschewiken sind mit Juden zusammen sozusagen und sie verschwören sich gegen die zivilisierte Welt. Mhm. Und das war für sie unter anderem ein ganz wichtiges Element des Antisemitismus. Und so haben sie die Juden vernichtet, während 200.000 mindestens Juden, Jüdinnen aus der Sowjetunion gefallen sind im Zweiten Weltkrieg. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, ca. 500 von ihnen bekamen die Medaillen als Helden und Heldinnen der Sowjetunion, das war die höchste Auszeichnung des Landes. Und mit dieser Paradoxie haben wir viele Jahre gelebt sozusagen. Und das, so haben auch die Gemeinden in Deutschland beides. Also die Menschen kamen und dann stellte sich heraus, selbstverständlich gehören ihre Familien auch zu den Opfern der Shoah, aber selbstverständlich sind sie Sieger. Diese Dualität, diese gegenläufigen Gedächtnisse, wie Dan Diener das genannt hat, das war auszuhalten. Und ich glaube, die Gemeinden haben es prima geschafft. Sie haben den Leuten den Raum gegeben. Mhm. Wollt ihr zusammenkommen am 9. Mai? Kommt bitte zusammen, denn ihr gehört zu uns und das ist auch euer Fest, euer Feiertag, euer Gedenktag. Okay, super interessant. Also mein eigener Großvater beispielsweise,
der schon seit 1996 leider nicht mehr lebt, der ist in der heutigen Westukraine geboren, Galizien, damals noch Polen, als er geboren wurde, Österreich-Ungarn. Er konnte sozusagen flüchten, aber seine komplette Familie wurde ermordet bei den Massenerschießungen, aber erst dann als polnisch-jüdischer Jurist direkt Offizier in der Roten Armee geworden, weil er flüchten konnte und war dann auch einer der Befreier. Aber genauso wie du es gerade berichtet hast, seine komplette Familie wurde umgebracht, aber er war einer der Befreier. Also das ist teilweise auch wirklich in den Biografien einer einzelnen Person ist dieses Paradox oft vorhanden. Ich öffne sozusagen, ich antworte dir mit einer Familiengeschichte von der anderen Seite, die aber auch nicht unähnlich ist. Einer meiner Großväter beendete den Krieg auch in Berlin-Potsdam, hat auch in Schwerin gearbeitet nach dem Krieg bei der sowjetischen Militäradministration, war auch ein Jurist. Er verlor seine erste Familie komplett in Weißrussland. Meine Oma war seine zweite Frau, hat viele Jahre gar nicht erzählt sozusagen über diesen Verlust. Und das war auch eine Geschichte aus der Zeit. Und das ist eine Geschichte eines Siegers sozusagen mit vielen, vielen Verwandten, die er dann auch verloren hat. Ja. Danke. Jetzt waren wir gerade schon in der Westukraine, in dem ich über meinen eigenen Großvater erzählt habe und du hattest es vorher auch schon angesprochen. In dem, vor dem Hintergrund des aktuellen russischen Angriffs auf die Ukraine und oder nicht aktuellen, der Angriff ist schon ein bisschen länger her, sondern die Invasion, die stattgefunden hat und dem Krieg, der dort jetzt stattfindet, in dem sich die Ukraine versucht zu verteidigen. Wie wird da der 9. Mai in Russland und gegebenenfalls auch in der Ukraine aktuell bewertet? Und vielleicht auch gibt es da jüdische Debatten zu in Deutschland, innerjüdische Debatten zu diesem Thema? Zu deiner letzten Frage. Ich denke, die Debatte ist im Moment, im ersten Jahr, war vor allem so, dass taktvoll und diplomatisch sehr oft in den Gemeinden auf die Feier, auf das Fest am 9. Mai verzichtet wurde, weil viele gesagt haben, wir können jetzt nicht zusammen etwas zelebrieren sozusagen oder gedenken, wo der Krieg jetzt so viele Toten und auch so viele Geflüchteten, die bei uns auch landen, zum Teil in den Gemeinden verursacht hat, das ist jetzt kein richtiger Zeitpunkt. Ich denke, ein diplomatisches Schweigen und ein Verzichten auf Feierlichkeiten, auf Singen, auch ein bisschen Zusammentrinken in diesen Tagen und Tragen von diesen sowjetischen Symbolen war ein richtiger Punkt. Viele haben das gemacht, weil sie dachten, okay, das geht. Trotzdem, das bleibt uns wichtig. Wie verändert der Krieg jetzt das Gedenken, das können wir im Moment noch nicht sagen. Wir befinden uns in einer heißen Phase des Kriegs. Mhm. Es ist jetzt auch meinerseits, glaube ich, eher angesagt so, jetzt schaltet sich ein Historiker in mir an und sagt, okay, wie wollen wir das jetzt eher anordnen, wo stehen wir jetzt mit diesen Tagen, wo steht jetzt Ukraine, wo steht Russland. In der Ukraine wird seit einigen Jahren zunehmend überwiegend vor allem am 8. Mai auch erinnert, weil Ukraine versucht das jetzt auch europäischer zu machen und sagen, okay, das Datum ist der 8. Mai und wir wollen jetzt auch verzichten sozusagen auf die großen Paraden, selbstverständlich, denn es ist jetzt eine ganz große Frage für die Gesellschaft, was bedeutet dieser Tag, Sieg von wem? Weil nach Zerfall der Sowjetunion 1991 übernahm Russland ganz im Wesentlichen auch ideologisch und politisches sozusagen, politisches Erbe und dann wurde zum Träger sozusagen des Sieges. Also Russland hat sich selbst gewissermaßen auch zum Sieger erklärt, während das natürlich, wie wir alle wissen, Sowjetunion war, mit, ich muss es wiederholen, 27 Millionen Opfern von allen so. Also das heißt, heutzutage gibt sich sozusagen Russland die Nachfolgerolle der Sowjetunion, obwohl in der Roten Armee auch Ukraine und Weißrussen und alle anderen Teilrepubliken vertreten waren. Der beste, also Weg nicht, ja doch, kann man auch einen Weg bezeichnen, ist eine Kurzreise nach Brandenburg. Die härtesten Kämpfe in Berlin fanden bei Berlin statt, wie wir wissen, 1945. Im April, Anfang Mai sind Zehntausende sowjetische Soldaten und Offiziere gefallen bei Berlin. Und fährt man nach Brandenburg-Havel, nach Barut, nach Neuruppin, nach, ich überlege mir noch ein bisschen, Jüterbog, dann sieht man große Soldaten, Offiziere und Friedhöfe mit auch Denkmälern aus den 50er Jahren der DDR-Zeit. Und dann, wenn man die Namen liest und kyrillisch sozusagen lesen kann, dann sieht man russische, ukrainische, jüdische, kasachische, georgische Namen, sieht man, wie international diese Soldaten waren, die gefallen sind. In Russland, also wir haben jetzt die Ukraine erwähnt, in Russland spielt der 9. Mai eine ganz andere Rolle. Das ist inzwischen fast eine, ich würde sagen, religiöse Rolle, weil die Gesellschaft wird zusammengehalten durch die Erinnerung an den Sieg. Mhm. 2007 wurde etwas Schönes, zugleich aber auch Ambivalentes eingeführt, das sogenannte Unsterbliche Regiment. Menschen trafen sich auf Straßen und marschierten mit Porträts und Bildern und Fotos von ihren gefallenen und gestorbenen Verwandten, die gekämpft
haben. So, sie erinnern dann an Gedanken auf diese Weise. Es ist okay, solange es jetzt nicht sozusagen instrumentalisiert wird, für zum Beispiel jetzt für den Krieg gegen die Ukraine. Denn die russische Linie sagt, wir kämpfen gegen Faschismus weiter, der Kampf geht weiter. In der Ukraine sitzen die Nazis oder würden jetzt die Nazis sitzen, die bekämpfen wir auf diese Weise. Es ist natürlich historisch gesehen und politisch gesehen eine katastrophale Lüge, denn selbstverständlich sind die ukrainischen Regierenden keine Nazis. Aber jetzt muss auch ein Historiker sehr vorsichtig, ich komme auch aus der Ukraine und muss sozusagen so ein bisschen für mich das auch anordnen. In der Ukraine wurde gesagt, die sowjetischen Symbole, die sowjetischen Denkmäler, im Unterschied zu Brandenburg oder Berlin, wo wir wissen, im Treptow Park, im Tiergarten stehen diese Monumente so. Spielt das jetzt keine Rolle und sehr viele von ihnen werden abgebaut von diesen Denkmälern. Das ist eine Tragödie und eine Spaltung für viele Russischsprachige dort. Die sagen, das war doch meine Erinnerung, was machen wir jetzt? Das kann man jetzt schlecht reparieren, weil in der heißen Phase des Krieges denkt man nicht mehr an die Denkmäler, man denkt an Menschen. Gibt es Nazis in der Ukraine? Die gibt es selbstverständlich wie in Russland auch. In der Ukraine wurde allerdings sozusagen, also Lenin-Denkmäler weg, sowjetische Denkmäler weg und hin die Denkmäler von Stepan Bandera zum Beispiel, von einem Führer der ukrainischen Nationalbewegung. Eine, wie ich meine, als Historiker höchst ambivalente Figur, die wahrscheinlich nicht taugt als Identifikationsfigur für die Ukraine. Bandera und seine Leute wurden involviert auch in viele Aktionen, Vernichtung der Juden sozusagen, antisemitische Aktionen in Lemberg zum Beispiel. Ja, gut, und gleichzeitig gibt es einen ukrainischen Präsidenten, der jüdisches Erbe hat. Der ist jüdisch sozusagen, kommt aus einer sowjetisch-jüdischen Familie. Ich glaube nicht, dass er sich als jüdisch identifiziert im religiös-kulturellen Bereich, spielt aber keine Rolle. Es gibt diesen Präsidenten und selbstverständlich ist es auch schwer zu sagen, dieser Präsident steht jetzt für eine Nazi-Zeit, das ist absurd, klar, für einen Nazi-Staat, absurd einerseits. Andererseits kämpfen in der Ukraine, das gehört auch zur Wahrheit, nicht selten, nicht immer sozusagen, aber es gibt auch Regiments, wie Azov zum Beispiel, die viele Leute enthalten, die in einer radikalisierten Form diese Bandera-Idee weitertragen. Ist es gut für europäische Sache, für die Demokratie, mit diesen Symbolen zu kämpfen? Schwer zu sagen. Die Frage heute ist, ich glaube, dass es auch, und da ist die jüdische Gemeinschaft meiner Meinung nach, könnte eine sehr gute Rolle spielen. Wo sollen wir uns zurücknehmen und ein bisschen schweigen? Wo sollen wir reflektieren? Wann kommt eine historische Anordnung? Das sind alles Fragen, die eventuell nach dem Krieg kommen werden, kommen müssen, weil wir sind jetzt auch in einer neuen Erinnerungssituation. Das, was ich jetzt angesprochen habe, wird bestimmt auch für Deutschland eine Rolle spielen. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Dimitri, für diesen Schnelldurchlauf sozusagen durch die Historie und auch durch gesellschaftliche Debatten und vor allem auch innerjüdische Debatten in Deutschland zu diesem Thema. Vielen Dank, dass du hier warst und uns geholfen hast, das Ganze ein bisschen mehr zu verstehen. Das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, es bleibt auch wichtig. Deswegen danke ich auch für die Einladung. Gerne, gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und wenn Sie solche interessanten Gespräche nicht verpassen wollen, dann folgen Sie uns in den sozialen Medien, besuchen Sie unsere Webseite und abonnieren Sie unseren Newsletter. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.